Ja, willkommen bei meinem neuesten Video. Heute geht es um die Rolling Go. Ich hatte ja schon mal ein Video gemacht mit der anderen Rolling Kamera, die ich zu Hause installiert habe. Den Link zu dem Video, da kriegt ihr hier eine Infobox, könnt ihr euch mal angucken. Hatte ich mal mit einer 360 Grad Kamera gemacht. Ist ganz witzig eigentlich das Video. Und ich fand die Kamera so gut, die ist auch bei mir im Einsatz nach wie vor. Deswegen habe ich mir die Go-Variante besorgt. Was es mit der Go-Variante auf sich hat, das seht ihr jetzt hier in diesem Video. Ja, wie in den meisten meiner Videos versuche ich mich ohne Anleitung oder ähnliches hier durch die Geräte zu asen. Das hat den Hintergrund, dass ich immer auch gleichzeitig sehen möchte, wie innovativ sind die und wie einfach funktioniert die Installation, ohne großartig jetzt Anleitung oder ähnliches zu wälzen. Wenn ihr euch erinnern könnt an das andere Video, falls ihr das noch nicht gesehen habt, wie gesagt, der Link habt ihr ja. Da ging die Installation super einfach. Man musste nur eine App installieren, konnte dann einen QR-Code auslesen und dann war das Gerät connected. Zu Hause hatte ich das Problem, dass ich mit meinem WLAN nicht so gut verbinden konnte. Das lag daran, dass es ja heute üblich ist, dass ein WLAN in zwei verschiedenen Funkfrequenzen funkt und die Kamera hat das 2,4 Hertz Funkfrequenz bevorzugt oder die 2,4 Hertz Funkfrequenz und oder 2,5, bin jetzt gar nicht sicher, egal. Und da hatte ich ein bisschen Probleme, hatte dann das zu Hause aber gelöst, indem ich einfach zwei Netze gemacht hatte. Und so konnte ich dann einfach verbinden. Da habe ich den Hinweis auf der Verpackung vermisst. Hier wird uns das jetzt nicht vorkommen, denn jetzt kommen wir zu dem Sinn der Bezeichnung Go. Die ist nämlich dafür gedacht, dass wir mobil unterwegs sind. So, und mobil heißt, ich kann die beliebig irgendwo aufstellen und dann kann die nach Hause telefonieren. Ich habe dafür mal eine SIM-Karte vorbereitet, die wir dann zum Nachhause telefonieren nutzen können. Bevor wir uns aber an die Kamera machen, gehen wir erstmal kurz an das wichtigste Zubehör. Das ist der Solarpanel. Den habe ich zu Hause auch im Einsatz, denn es ist ja auch zu Hause die Problematik und die hat Rehling gut erkannt, dass man nicht überall eine Stromversorgung hat. Und dann bedarf es natürlich einer zusätzlichen externen Stromversorgung und da haben die dieses Solarpanel entwickelt. Und ich möchte es euch hier einfach nochmal zeigen. Es ist ein wunderbares Panel, was hervorragend funktioniert. Ich betreibe die Kamera, ich weiß gar nicht mehr, wie lange jetzt, Monat, zwei, drei, im Winter installiert und ich musste sie nicht einmal bis jetzt selber nachladen, obwohl ich von der Sonneneinstrahlung her gar keine günstige Stelle habe bei mir am Hauseingang. Ich konnte hier wunderbar bis jetzt mit dem Solarstrom auskommen. Also da muss ich sagen, ein tolles Panel, was hier entwickelt wurde. Da gibt es auch einen schönen Halter dabei. Da will ich jetzt erstmal nicht näher drauf eingehen. Also kann ich nur sagen, ein super, super Produkt, um die Kamera autark zu nutzen. Hier ist auch noch mal eine kleine Anleitung. Wie gesagt, da gehen wir nicht drauf ein. Wenn ihr mehr dazu sehen wollt, zu dem Solarpanel, dann schaut euch einfach noch mal das andere. So, dann gehen wir mal ins Eingemachte. Hier haben wir also wieder eine sehr schöne Box. Zeichnet die Firma auch aus mit sehr guter Qualität. Insgesamt, da legt man auch ein bisschen Wert auf Verpackung oder ähnliches. Das ist doch schon mal immer sehr schön. Ich habe die noch nicht aufgemacht. Wie gesagt, wir wollen ja vorher schauen, ob wir gucken können,
dass wir auch ohne große Anleitung zurechtkommen. Und hier bin ich jetzt erstmal als erstes schon mal überrascht über die Größe, weil die andere Kamera war dann doch etwas kleiner. Die macht hier einen doch etwas größeren Eindruck. Aber das muss ja nichts heißen. Sie ist sehr leicht, also sie ist, muss ich sagen, gut zu handeln, also nicht so schwer, aber ich denke, das liegt auch daran, weil der Akku noch nicht da drin ist. Ich denke, hier wird ein Platz für einen Akku sein. Ich habe einfach mal so ganz innovativ, sage ich jetzt mal, hier den Deckel abgemacht, zufällig. Und hier sehe ich dann auch schon den SIM-Karten-Slot. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Dann gucken wir mal weiter in der Verpackung, was wir noch haben. Ah, hier haben wir wieder einen Überzieher und ein Kabel. Den Überzieher nutze ich zu Hause auch. Da geht es ja um noch eine zusätzliche Schutzhülle, obwohl die Kameras ja alle IP64 geschützt sind, also von sich aus schon wasserunempfindlich sind. Aber ich denke mal, hier so eine schöne Hülle, die dann gegen Dreck auch und sonstiges schützt, ist, denke ich mal, hier ganz gut zu empfehlen. Dann haben wir wieder einen Halter, in dem wir die Kamera dann befestigen können. Und wie ich erwartet hatte, hier zu guter Letzt den Akku. Kleiner Hinweis generell zu Anbringen der Kamera. Ich würde jedem empfehlen, vor dem Nutzen diese Akkus einmal 100% aufzuladen. So haben wir eine gute Möglichkeit, dass wir sicher gehen können, dass der Akku auch dauerhaft gut funktioniert. Ja, um die SIM-Karte reinzumachen, muss ich die hier wohl ein bisschen verkleinern. Und wir haben auch die Möglichkeit einer Micro-SD-Karte, die wir hier reinstecken können. Daneben ist der andere Slot. So, dann schauen wir mal, was hier geht, welche Größe wir brauchen, um die SIM-Karte. Ich glaube, wir müssen die mittlere Variante hier nehmen. Ja, das stimmt. Stecken wir mal rein. Und dann haben wir hier eine 64 GB SD-Karte. Hier geht es darum, natürlich in der Zeit, wo man selber sich nicht verbindet, dass man trotzdem irgendwelche Aktionen oder Handlungen nachvollziehen kann. Ist jetzt richtig drin? Die dann in einer Abwesenheit oder Nichtaufnahme dann stattfinden. Denn ich habe vorhin festgestellt, dass die Cloud-Verbindung anscheinend für den deutschen Raum noch nicht freigeschaltet ist. In dem einen oder anderen Video wird behauptet, dass die schon geht. Also ich kann sie nicht finden. Wir können ja gleich nochmal gemeinsam in der App gucken. Bis jetzt war sie auf jeden Fall nicht zur Verfügung. Und ich habe dann mal versucht, über das Installieren einer der amerikanischen Version dann an die Cloud Verbindung zu kommen, aber das hat dann leider auch nicht geklappt. Da sind die freigeschaltet, gibt nämlich einen kostenlosen Cloud-Account, was die ganze Sache natürlich schon mal nochmal aufwerten würde. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir den Akku verbunden. Jetzt haben wir wieder diese typische Ansprache. Das hatten wir ja letztes Mal auch. Das hat mir sehr gut gefallen. Die Kamera sagt einem sozusagen, was gemacht werden soll. Parallel dazu würde ich sagen, öffnen wir mal die beigelegte Verpackung. Vielleicht haben wir ja irgendwas, was wir nutzen können für unsere Installation. Und dann gucken wir mal. Ja, hier wieder sehr positiv eine Bohrschablone, dann ein CE-Zertifikat für Europa und ein Aufkleber für die Warnung. Achtung, hier ist eine Kamera, wird hier installiert. Das ist doch schon mal perfekt. Dann haben wir einen Quick Start Guide. Okay, wir haben also jetzt schon direkt eine Ansage, dass die Connection fehlt. Das ist natürlich schlecht. Da müssen wir mal schauen, was da der Grund sein könnte. Wir haben auf jeden Fall hier wieder den QR-Code, der eingescannt werden muss.
Also würde ich sagen, muss man dann doch leider mal hier zur Kamera greifen. So, hier wird auch angezeigt die Größe der SIM-Karte und dass man die entsprechend einführen soll. Jetzt muss man schauen. Wir hatten letztes Mal, glaube ich, auch deutsche Anleitung. Das fand ich sehr vorbildlich auch. Mal gucken. Das ist natürlich immer super vorteilhaft, wenn man also in allen Sprachen entsprechende Anleitung hat. Und jetzt gucken wir mal. So, also das hat man ja schon innovativ gemacht. Wir haben den Deckelchen abgedreht. Wir nehmen den Akku nochmal raus. Jetzt ist hier die SIM-Karte drin. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die steckt vielleicht nicht ganz, nicht tief genug da drin. Aber ich kann mich auch irren. Vielleicht steckt sie auch zu tief da drin. Ich hole sie nochmal raus. Laut der Anleitung ist das hier richtig. Also ich kann hier sehen, dass die Einkerbung, und so sieht es hier zumindest auch bei der Anleitung aus. Da ist auch von den PIN-Belegungen her, würde ich das so schätzen, dass die SIM-Karte auf jeden Fall richtig eingelegt ist. Dann habe ich die eben getestet, da ist also auch kein SIM-PIN dran. Das ist nämlich wichtig, dass der raus ist, sonst kann die ja nicht verbinden. Da müssen wir einfach nochmal gucken. Steht hier auch, einige SIM-Karten besitzen einen PIN-Code. Bitte nutzen Sie Ihr Smartphone, um den zu deaktivieren. So, das werden wir sicherheitshalber gleich nochmal testen, sollte es jetzt beim zweiten Anlauf nicht nochmal funktionieren, um sicherzustellen, dass wir nicht da doch irgendwie SIM-Code haben. Jetzt haben wir hier nach dem Einlegen der SIM-Karte und dem Akku leuchtet ein rotes Licht auf, das kann ich bestätigen, rotes Licht. Jetzt haben wir ein blaues Licht. Aha, mal gucken. Ein blauer D blinkt für einige Sekunden und leuchtet danach dauerhaft, bevor sie ihr Licht. Sie hören Netzwerkverbindung erfolgreich. Haben wir noch nicht gehört, dann gucken wir mal, ob das in diesem Fall klappt. Schauen wir mal. Parallel dazu können wir ja die App nochmal verbinden. Ist klar, ich muss ja erstmal. So, da habe ich hier die App installiert und jetzt könnt ihr das sehen, dass hier sofort eine Verbindung zur Kamera hergestellt wird. Das heißt, ich habe hier also immer direkt eine Live-View. Jetzt ist das hier meine Eingangstür. Das Schöne hier auch noch ist, dass man auch jetzt tatsächlich auch da kommunizieren kann. Kann ich die größer machen. Ja, und man kann dann auch sprechen mit denen oder reinhören. Jetzt hören wir hier Geräusche. Das ist also ganz witzig. Und ich habe die bezeichnet hier mit Eingang. Also das ist super und sehr zuverlässig. Kann ich nicht anders sagen. Jetzt müssen wir mal gucken, die kriege ich wieder kleiner. Müssen wir wieder ein bisschen kleiner machen. Das klappt also super. Man hört da doch das ein oder andere Geräusch. Also von daher alles gut. Ich kann jetzt hier Aufnahmen machen. Ich muss natürlich mal den Zugriff erlauben. Dann macht er ein Foto, kann Videoaufnahmen machen, all das, falls ich irgendwelche Aktionen sehe und die dann direkt aufnehmen will. Und hier unten ist der Talk-Button und damit kann ich dann im Prinzip kommunizieren. Und jetzt muss ich dazu sagen, dass die andere Kamera parallel sich hier nicht mehr gemeldet hat. Die Lampe ist aber auch aus. Jetzt haben wir gar keine Erfolgsmeldung bekommen. Das ist ungewöhnlich. Also werden wir mal versuchen, die Kamera hier hinzuzufügen. Jetzt muss ich gerade gucken, warum ich. Da muss man nur einmal tippen. Das ist jetzt die Vorschau. Und jetzt können wir hier eine Kamera hinzufügen. Jetzt sagt er, bitte scannen den Code ein. Gucken, wo habe ich den Code versteckt? Ja. Jetzt hat er den Code gescannt. Und jetzt versucht er hier hinzuzufügen. Und das alles in Deutsch. Ich gehe weiter weg, damit. Dann hoffen wir mal, es klappt. Jetzt sagt er Geräteinitialisierung. Das sieht ja gut aus. Und jetzt darf ich als erstes ein Passwort vergeben. Das mache ich jetzt mal. Muss ich gerade überlegen, welches Passwort ich da genommen hatte.
glaube, da musste ein längeres Passwort. Bisschen Geduld bitte. Und dann als nächstes. Jetzt kann ich sagen, Geräteeinstellung, Ihre Kamera benennen. Ja, Kamera ist dann in dem Fall Campingplatz. Weil ich möchte die nämlich am Campingplatz nutzen, um meinen Wohnwagen zu überwachen. Denn wir haben ja nicht die Gelegenheit, jedes Mal dahin zu fahren. Und gerade im Winter, da geht man seltener dahin. Und hier möchten wir trotzdem mal drauf gucken. Der ist so 60, 70 Kilometer von uns entfernt. Und das ist natürlich dann eine tolle Möglichkeit, seinen Wohnwagen dauerhaft zu überwachen. Denn die Kamera, die wird ja immer schön durch das Solarpanel geladen. So, jetzt haben wir noch den Schritt formatieren, und zwar hat er erkannt, ich habe ja hier eine 64 GB SD-Karte eingelegt, jetzt hier so eine ganz normale, keine High-End oder schnellere Karte, wo ich sagen muss, es ist jetzt hier eine SDX, also die ist dann schon ein bisschen schneller, aber ich denke, normale Karten laufen auch. Und jetzt fordert er mich auf, ob ich die formatieren soll, und dann SD-Karte noch nicht formatiert, bitte formatieren, um die zu nutzen. Ich weiß, muss ich jetzt hier so ein, ja, ich habe jetzt da auf das Häkchen gedrückt. Und jetzt gucken wir doch mal, ob er die formatiert. Muss ich irgendwas machen? Oder nicht? Dann gehen wir weiter. Ach so, ich glaube, ich habe das abgewählt, das Formatieren. Das ist natürlich schlecht. Ich kann jetzt aber auch nicht zurück. Beenden wir mal. Ja, in der Tat sehen wir hier jetzt schon ein Live-Bild von der Kamera inklusive der Qualität der Verbindung. Also er hat eine 4G-Verbindung. Und jetzt gehen wir dann nochmal in die Einstellung, um zu sehen, was Sache ist. Ich schließe euch mal eben das Handy an, dann könnt ihr es besser schauen. Ja, hier sehen wir jetzt die App, und die hat so einiges an Informationen dabei. Unter anderem kann man hier auch den Batteriestand sich anzeigen lassen. Und das ist immer eine ganz gute Information, gerade aus der Ferne, damit man auch sehen kann, wie sind die Ladezyklen und. Da gibt es also detailliertere Informationen. Ich kann ja mal eben in die andere Kamera gehen. Dann kann man sich das hier nochmal angucken. Wie ihr seht, die Batterie 100%. Ohne die zu laden, rein mit dem Solarpanel. Und nochmal das an einer Stelle, wo wirklich nicht viel Sonne hinkommt. Also das Panel ist super. Im Sommer kann man das sicherlich im Notfall auch nochmal nutzen, um sein Handy zu laden. Ja, ihr könnt also so die verschiedenen Ausschläge und Ladezyklen sehen. Dann haben wir noch weitere Informationen. Jetzt sagt er gerade, wäre nicht verbunden. Muss man gucken. Ah, da ist sie wieder. Dann haben wir die Möglichkeit des Recordings und. Und jetzt will ich jetzt hier gerade mal schauen, ob wir da jetzt... Da sind also keine Aufnahmen vorhanden. Wo wir jetzt im Nachhinein doch nochmal die SIM-Karte formatieren können. Das wäre natürlich ganz, ganz wichtig. So, was haben wir hier? Geräteeinstellung. Enable Pushes to Receive Aliens. Ja. Machen wir gerne. Nachrichten anschalten. So, da haben wir die Kamera. Ich kann mal einmal drüber gehen. Da genau. Live-Bild, ne, wie ihr seht. Wunderbar. Ich kann hier auch noch mal den Kameranamen. Ah ne, ich kann
zeigen, also kann hier die Kamera auch nochmal drehen, sehe ich gerade. Unten mittig und so weiter. Ach, wo der Kameraname angezeigt werden soll. Das ist gut. Das ist Datum, Uhrzeit, wie das eingeblendet werden soll. Anti-Flacker, Tag und Nacht und die Qualität der Aufnahme. Die ist jetzt hier auf 1080 eingestellt. Bei klar für Aufnahmen oder flüssig mit 640, 360. Das ist PAL oder was so grob die Aufnahme. Ja, das sieht soweit gut aus. Also funktionieren tut sie. Einzige, was wie gesagt mir jetzt gerade so ein bisschen fehlt, ist die Möglichkeit der erneuten Formatierung der Kamera, Gerätename, zack, 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 E-Mail, Modell. Hier kann man auch direkt teilen. Dazu braucht allerdings dann, um da reinzukommen, das Passwort. Und hier haben wir einen Motion Alert vom Campingplatz. Das ist ja interessant. Wahrscheinlich, weil ich mich die ganze Zeit bewege. Jetzt gucken wir mal unter mehr. Und da haben wir doch alles gefunden. Da ist die Speicherkarte und die werden wir jetzt mal nachträglich formatieren. Steht hier oben erfolgreich. Hier unten steht zwar noch nicht formatiert, aber wir gehen einmal rein und wieder rein. Da haben wir Alerts. Da müssen wir dann die Feineinstellung noch machen. Und jetzt gucken wir noch mal. SD-Karte, Speicherplatz 60 GB. Das, irgendwie hat er sich schon 401 MB reserviert, wahrscheinlich durch die Bewegung. Das gucken wir jetzt mal an. Jetzt werden wir nämlich sicherlich unter den Records auch die Aufnahmen finden. Laden fehlgeschlagen, klicken, um erneut zu versuchen. Na, da hat er noch nicht. Mal gucken, ob er die dann ein bisschen später bereitstellt. Ja, ich würde sagen, insgesamt funktioniert gut. Jetzt gehen wir hier mal auf Verbinden nochmal und dann gucken wir, jetzt sind wir da in dem Gerät gelandet. Ich wollte gerade sagen, wir wollen doch in das andere Gerät. Da ist es. Und jetzt können wir hier, mal eine Aufnahme machen. Denn wir müssen sicherlich, damit wir Aufnahmen finden, die vorher definieren, unter welchem Fall die Aufnahme dann tatsächlich greift oder wann die halt überhaupt aufnehmen soll, haben wir noch nicht definiert, deswegen haben wir da sicherlich keine gefunden. Jetzt stoppen wir mal die Aufnahme, jetzt hat er sie hier abgespeichert und jetzt gucken wir mal, ob wir sie dann auch da, wo wir sie eben die ganze Zeit gesucht haben, jetzt auch finden. Batterie 63%, jetzt hat er hier gerade ein Verbindungsproblem. Da sind wir und jetzt gucken wir unter Records. Ne, er findet sie immer noch nicht, interessanterweise. Das müssen wir uns dann noch mal genauer anschauen. Ja, auch hier, wie man sieht, die App sehr innovativ und alles super. Ich würde sagen, bevor wir dann jetzt gucken, wie es weitergeht, würde ich sagen, installiere ich sie erstmal am Campingplatz und dann würde ich, ja, kriegen wir den Rest der Informationen von der eigentlichen Position. Ich bin nämlich noch gar nicht so sicher, wie ich die dann da anbringe. Wir müssen da ja ein paar Sachen beachten, dass genug Sonne da ist und ich will dann auch die jetzt nicht einfach in irgendeinem Baum oder so schrauben, ist ja nicht so ganz so gut. Das heißt, vielleicht mache ich mir eine extra Halterung. Müssen wir mal gucken. Also alles Weitere am Campingplatz. We'll be right back.
Ja, wie ihr sehen könnt, hat die Montage geklappt. Jetzt werden wir die natürlich mal ein bisschen testen. Ich bin gespannt, wie sie auf Dauer funktionieren wird. Ich habe versucht, jetzt den Solarpanel so gut wie möglich zur Sonne auszurichten. Alles andere wird sich zeigen. Ich zeige euch natürlich jetzt hier gleich auch noch mal ein paar Bilder, wie das Bild von der Kamera ist. Ja, wie ihr sehen konntet, wunderbar. Also lässt eigentlich keine Wünsche offen. Für mich ist jetzt hier wichtig, deswegen war ich so wild dahinter, nochmal als Erinnerung, dass wir halt im Winter selten hier rausfahren und trotzdem gerne unser Wohnwagen beobachtet hätten. Und damit haben wir natürlich jetzt eine gute Gelegenheit. Ich halte euch auf dem Laufenden, vor allen Dingen über den nächsten Winter, ob da der Akku hält. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann wie immer Daumen hoch. Ansonsten vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Video.